Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe, heute aus Magdeburg. Guten Abend. Also wie können Sie sich das erklären, dass die Partei, die ja eigentlich für Ziele steht wie Ökologie, für Umwelt, für Frieden, sich halt in diese Richtung entwickelt hat? Naja, wie ich schon angedeutet habe, weil ein erheblicher Teil, besonders unter den Funktionären, eben keine Naturschützer waren. Okay, das ist sondern, also, Sie meinen, das ist... Sondern harte Kommunisten, die ganz andere, also die einfach die Grünen benutzt haben als eine gute Möglichkeit, eine aussichtsreiche Möglichkeit, an die Macht zu kommen. Und das ist ihnen ja auch gelungen im langen Marsch durch die Politik. Und mit es gab die wirklichen Umweltschützer, ich habe die ja auch kennengelernt, aber die spielen ja in der jetzigen Partei auch überhaupt keine Rolle mehr, weil inzwischen ist es ja der Klimaschutz. Es geht also nicht mehr um Natur, es geht nicht mehr um die Menschen, es geht ums Klima. Das Klima kann sich auch nicht wehren. Aber die Vorstellung, dass sich das Klima nach politischen Beschlüssen richtet, ist schon so irrational, dass ich immer staune, dass das zur allgemeinen Zeitgeistmeinung werden konnte. Macht ist etwas, auf das wir uns einigen. Ich gebe dir Macht. Ich erkenne an, dass du Macht hast. Ich mache keine Revolution, sondern du bist der König, denn wir wissen, in unserer Gesellschaft ist Macht angeboren. So war es früher, nicht? Da haben die alle das, wenn da jemand König war, weil er erst Prinz war und das, weil dieses Königsein angeboren wurde, dann war das so. Die Leute haben das alle geglaubt, obwohl der König auch nur ein Mensch war. Und bei uns ist es anders. In der Demokratie ist es so, dass die Macht anvertraut wird vom Volk nach bestimmten Regeln. Das ist, die Macht ist etwas, was man niemandem ansieht. Wenn ich mit Frau Merkel im Fahrstuhl gefahren bin, nicht, dann war das eine Frau, die war ein bisschen korpulent nachher und sah so aus wie andere Frauen auch. Das sah man, da war keine Macht zu sehen. Und wenn ich gesagt hätte, Frau Merkel, zeigen Sie mir mal Ihre Macht, da hätte sie nicht viel tun können, denn ich bin körperlich auch stärker als sie. Das ist, also da ist irgendeine Macht, die hat mit Gewalt nichts zu tun. Die hat nur was damit zu tun, was die Gesellschaft, worauf diese Gesellschaft sich geeinigt hat, was man einem Menschen anvertraut. Ich fange einfach an mit einem Fremdwort, das ist der Etatismus. Mhm. Der Etatismus ist der Glaube an den Staat, der das richten wird. Und ich bin kein Etatist. Also ich bin kein Anhänger der stärksten Religion, die wir haben, nämlich der Staat. Der Staat ist die stärkste Religion. Das kommt jetzt nicht von mir, das hat ein Amerikaner, der mit Freiheit sehr viel zu tun hat, Larkin Rose, der hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Der Nutzmensch, also das ist so lustig gemacht, wie kann man die Menschen benutzen? Da steht, also wenn ihr das lest hier, ihr werdet euch kaputt lachen, wie naiv wir sind. Und dann das mit der Religion, das hat die schlimmste Religion, oder wie das Buch heißt. Naja, und da sind so viele Aha-Effekte drin, über die speziell wir Deutsche uns überhaupt keine Gedanken machen, nämlich über das, was Freiheit tatsächlich ist. Freiheit ist immer ohne Herrschaft. Solange wir in einem Staat leben, in dem die Betroffenen selber über ihre Kontrollmechanismen entscheiden können und solange die katholische Kirche über sich selber Ermittlungen führen darf und solange eben auch dann Lobbyisten selber entscheiden können, welche Informationen in ein Lobbyregister eingetragen werden und welche nicht oder ob es das überhaupt gibt, solange brauchen wir uns eigentlich überhaupt nichts zu beschweren. Das ist ja albern. Das heißt also selbstverständlich, da könnte man auch dann extrem werden, könnte man auch sagen, ja, also es gibt ja zum Beispiel in den USA, wenn ich das jetzt richtig sage, man möge mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, zumindest in manchen Staaten dann in so eine Auskunft, was die so treiben, wo die ihr Geld investieren und sowas, die Politiker. Und da können die gar nichts gegen machen. Ja, das wird einfach bekannt gegeben. Wenn da also ein komischer Gouverneur halt sagt, ich kaufe mir jetzt Apple-Aktien, dann kriege ich das mit. Weil man ist das halt eine Info und dann kann er sozusagen jetzt nicht Geheimwissen halt haben, Insiderwissen oder wie auch immer. Ja. Ist natürlich Quatsch, kann er umgehen, aber entscheidend ist natürlich, komplette Transparenz könnte man fordern und je direkter, desto besser. Und wer als Politiker da keinen Bock drauf hat, ich darf mich selber zitieren, wird halt Gärtner.